Also war ich ohne Abschluss, ohne Beruf, ohne ökonomische Absicherung in irgendeiner Richtung und saß relativ in einer Falle. Und so kam ich nach Berlin zurück, unmoralisch zudem, weil ich mit Wolf Haug zusammengezogen bin und das Jugendamt kam und sagte, Sie sind schuldig geschieden und Sie haben offensichtlich keine Finanzierungsquelle. Was tun Sie hier in diesem Haus, wo weiterhin und so? All diese Fragen, die Sie an der Stelle stellen. Gott sei Dank war das eine feministische Frau, die das gemacht hat. Sie sagt, selbstverständlich kriegen Sie das Kind und niemand sonst bei Ihnen ist es am besten aufgehoben. Aber diese Überkreuzung, dass man eigentlich plötzlich nichts mehr kann, nichts ist, dass das Leben gar nicht so geöffnet ist, wie ich dachte, dass ich nicht mich überall hin entfalten und bewegen kann, hat mich sofort mit dem ersten Glockenschlag in die Frauenbewegung geworfen. Ich gehöre mit zu den ersten Mitgliedern in dem damaligen Aktionsrat zur Befreiung der Frau, hieß der in Berlin. Gleichzeitig gründete sich einer in Frankfurt. Und die ich bis dahin gedacht hatte, Frauenunterdrückung, was ist das? Ich kann doch alles, ich bin alles, ich werde alles. Das Leben liegt vor mir aufs Wunderbarste. Ich wusste jetzt, was das ist, mit einem Schlag. Und habe also witzigerweise in diesem Frauenaktionsrat zur Befreiung der Frau als erstes angefangen, Schulungsgruppen einzurichten. Also ich sage, wir können jetzt nicht einfach irgendwas machen. Helke Sanders, die Filmemacherin, war mit mir gleichzeitig dort und sie schlug vor, dass wir eine Kindergärtnerinnenaktion machen und außerdem Mao-Jacken tragen, damit wir nicht als Sexobjekt für Männer gelten und gelbe Schals alle, damit wir uniformiert aussehen und sowas. Und ich war völlig dagegen, sagte, so können wir das nicht machen, sondern wir müssen erst mal rauskriegen, woher kommt eigentlich Frauenunterdrückung. So wie wir die Wurzeln haben, können wir die ausreißen und richtig ordentliche Strategien dagegen machen. Das war bestimmt falsch und richtig in einem. Und habe also dort angefangen, Marxismus zu lehren in der Frauenbewegung. Die Gruppe spaltete sich in eine kleine Gruppe, Blut, Brot und Rosen, Filmemacherinnen und Öffentlichkeitsarbeiterinnen darin. Und die größere Gruppe, die Bolschewiki gewissermaßen, die waren aus allen Schichten der Bevölkerung. Und wir haben die Gesamtgruppe, die etwa 100 waren, geteilt in solche, die über Lernen arbeiteten, über eine Theatergruppe, wo man Literatur las und so alle oder Volkswirtschaft studierte, alle auf der Suche nach den Wurzeln der Frauenunterdrückung. Wir haben Engels gelesen, Bebel, viel mehr gab es damals noch nicht, Zetkin und es gab keine Frauenbewegungsliteratur. Das kam viel später. Infolgedessen kann man nicht sagen, dass ich sogleich Assistentin am Psychologischen Institut war, sondern ich war sogleich in der Frauenbewegung, ich war sogleich in der Zeitschrift Das Argument und ich hatte ein Kleinkind. Und ich habe erst dann 1971, sprechen jetzt gerade von 68, 69, 1971 habe ich extern das Diplom gemacht und dann bin ich 72 Assistentin am Psychologischen Institut geworden, habe dann 76 promoviert und 78 habilitiert. Das ging dann sehr schnell.